In diesem Video lernst du, wie du mit Farbe die Raumwirkung beeinflussen kannst. Stell dir vor, du könntest als Maler oder Malerin ein ganzes Zimmer größer oder auch kleiner wirken lassen. Obwohl das unglaublich klingt, ist es mit einfachen Tricks wirklich möglich. Wenn du willst, dass ein Raum kleiner wirkt, streichst du die Decke und Wände in einer dunklen Farbe. Besonders bei offenen Wohnkonzepten entsteht so dann eine gemütlichere Atmosphäre. Willst du hingegen einen Raum größer wirken lassen, nimmst du eine helle, dezente Farbe für die Decke und Wände. Willst du, dass ein Raum länger wirkt, streichst du die Decke und die Rückwand in einer dunklen Farbe. Drehst du das Ganze um und streichst hingegen die Seitenwände dunkel, wird der Effekt umgedreht und der Raum wirkt dadurch kürzer. Damit ein Raum durch deinen Anstrich höher wirkt, streichst du die Decke hell und alle Wände dunkel an. Und was magst du, wenn ein Raum niedriger wirken soll? Richtig, du drehst es um. Alle Wände werden hell und die Decke dunkel angestrichen. Wie du siehst, kannst du mit dem richtigen Einsatz von Farbe die Wirkung eines Raums nach deinen Vorstellungen verändern. Wenn du dein Wissen über die Raumwirkung noch vertiefen möchtest, klicke jetzt rechts oben, um direkt zu unserem Raumwirkung Teil 2 Video zu kommen. Habt ihr Ideen für weitere Videos? Dann klickt auf den Link in der Videobeschreibung, um direkt zu unserem Feedbackbogen zu kommen. Like das Video, wenn es euch gefallen hat, und abonniert uns, um keine neuen Folgen zu verpassen. Lehre to go ist ein Projekt von Ibis Akkam, gefördert von Arbeits- und Wirtschaftsministerium. Er arbeitet in Kooperation mit den Bundesinnungen der Bundesinnungsgruppe Bau-Nebengewerbe.